Im Herzen von Corigliano, entlang der Moncenisio-Straße in einem kleinen Park, kann man einen der faszinierendsten Baumarten des ganzen bäuerlichen Salentos sehen, die Vallonea-Eiche. Sie gehört zur Familie der Buchengewächse, wie die Buche und die Kastanie. Sie ist ca. 15 Meter hoch und ihre Baumkrone hat sogar einen Durchmesser von 20 Metern. Aus den großen Eichen wurden nämlich die Tannine gewonnen, eine Chemikalie, die nützlich für die Erstellung von Leder ist und ehemals in Salento sehr bekannt war.